Es sollte ihr Gesetz werden im Kampf gegen die dritte Welle. Gut ein Jahr nach dem ersten Shutdown knapp 2 Dutzend Treffen mit den Länderchefs, bei denen sie sich oft nicht durchsetzen konnte. Nun will sie mehr Kompetenzen für den Bund, klare Ansagen an die Länder. Jeder Tag zählt. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag. Ein Bremsmanöver, das die Kanzlerin ins Schleudern bringt. Es hagelt heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Ich habe diese Diskussion über Flickenteppiche zugegebenermaßen nur in der Politik und in Medien wahrgenommen. Bei dem Blick aus Berlin, wenn man auf die Landkarte guckt, ist das natürlich immer schön, wenn alles möglichst einheitlich ist, geht aber an der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig vorbei. Unterschiedliche Handlungen, wenn die Inzidenzen unterschiedlich sind, ist der absolut richtige Weg. Schleswig-Holstein hat gut reden. Seine Inzidenzzahlen sind noch halbwegs im grünen Bereich. Nach MPK-Beschlüssen galt mal die 50, mal die 35. Künftig soll es die 100 sein, die zum automatisierten Lockdown führt. Derzeit würde das für rund 80% der Landkreise gelten. Die Inzidenz als Maßstab, davon rät dieser Virologe dringend ab. Das sind willkürliche Zahlen, die können massivst beeinflusst werden von der Zahl der Tests. Je mehr ich teste, desto höher ist auch diese so gefühlte Inzidenz. Sie können massiv beeinflusst werden auch von der Personengruppe, die ich konkret teste. Es gibt viele andere Störfaktoren. Und vor allen Dingen, sie zeigt nicht den an, wie viele Personen wirklich erkranken. Nach zarten Öffnungen in Berlin, shoppen mit Negativtest, droht ihr ein unbefristeter Shutdown, obwohl das RKI beim Einzelhandel kein erhöhtes Infektionsrisiko festgestellt hat. Fassungslosigkeit. Ich werde enteignet, ich werde nicht entschädigt. Man wird hier als einzelne Branche geopfert für den Gesundheitsschutz und außen vor gelassen aus meiner Sicht. Also es wird immer von der Wirtschaft geredet, aber die Wirtschaft ist in dem Maße gar nicht betroffen. Kontaktvermeidung um jeden Preis, so das Ziel, aber doch nicht draußen, mahnen Aerosolforscher und schlagen Alarm. Wir müssen eigentlich alles tun, um die Leute zu motivieren, ins Freie zu gehen. Auch Sportveranstaltungen, also Amateursport im Freien, würde ich sofort öffnen. Ja, wir müssen die Leute aus den Räumen rausbekommen. Die Inzidenz deutschlandweit aktuell bei 162, zu hoch. Die Krankenhäuser am Anschlag deshalb. Eine bundesweit geltende Ausgangssperre ab 21 Uhr, so der Plan. Obwohl verfassungsrechtliche Bedenken immer lauter werden. Letztendlich möchte man mit einer solchen Ausgangssperre ja in erster Linie andere Maßnahmen, nämlich Kontaktbeschränkungen, einfach vereinfachter durchsetzen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die an sich völlig unproblematisch sind, dass sie keinen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten können, man denke an den abendlichen Spaziergang, verbieten. Und mit einer solchen Holzhammermethode dann die Grundrechte einzuschränken, das ist schwierig. Auch Merkels Juristen warnen, sowie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. In einem Gutachten wird die Verhältnismäßigkeit angezweifelt, Kritik an den Ausgangsbeschränkungen geäußert und fehlende Ausnahmen für Geimpfte bemängelt. Während sich der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, uneingeschränkt hinter Merkels Gesetz stellt, gehen immer mehr von der eigenen Truppe von der Fahne. Auch im Unionslager ist das Gesetz stark umstritten, die Opposition geschlossen dagegen, aus unterschiedlichen Gründen. In der jetzigen Fassung sind wir wirklich klar dagegen, eben weil einmal die Bundesregierung viel zu viele Befugnisse bekommt, ein Persilschein für weitere Maßnahmen, das ist für uns verfassungsrechtlich nicht in Ordnung, und außerdem fehlen entscheidende Maßnahmen, wie zum Beispiel eben Arbeitsschutz. Und nur den bräuchte es dringend, damit Infektionsgeschehen wirklich wirksam aufgehalten werden kann. Deutschland macht sich weltweit lächerlich. Es muss bei uns was falsch gelaufen sein, wenn Nachbarländer von uns in der Lage sind, das zu bewältigen, muss man sich fragen, warum Deutschland nicht. Wir sind offensichtlich nicht mehr Weltmeister beim Organisieren, sondern deutlich zurückgefallen. Bremsen, bis es quietscht. Was als Durchgriff geplant war, droht zu entgleiten. Der Schutz des Lebens gegen alle anderen Rechte, und das im 14. Monat der Pandemie.